nur träumen können. Gott gab sein Liebstes. Heute, wir leben in der Zeit, die Leute gehen jetzt noch schnell einkaufen, die größten Geschenke kaufen, die Menschenherzen zu erfreuen, zu erquicken. Aber eins haben wir vergessen, bei all dem ganzen Stress, Geschenke zu kaufen, ein schönes Fest zu haben, miteinander zu feiern. Man feiert einfach so eine harmonische Zeit und hat vergessen, um was geht es überhaupt wirklich hier. Was hat Weihnachten mit Gott zu tun, mit Jesus zu tun? Weiß das überhaupt noch? Hier fährt einer mit Auto, Weihnachtsmann. Heute gibt es sogar noch den Weihnachtsmann, den man erfunden hat, Coca-Cola. Glückwunsch. Und so werden viele Dinge ins Leben gerufen, die gar nichts mit Gott zu tun haben, die mit diesem großen Geschenk, was Gott der Menschheit getan hat, zu tun hat. Gott gab sein Liebstes. Jesus Christus kam in diese verlorene Welt, um den verlorenen Menschen zu finden. Wisst ihr, in dieser Welt ist es ja so, es gibt viele Religionen, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber zu Gott ist es nur ein Weg. Nur ein Weg führt zu Gott. Und Gott ist jetzt da. Er steht da und möchte dir ein Riesengeschenk schenken. Er möchte dich bescheren, so wie man sagt. Ne? Und wen kann man beschenken? Wir laufen auch auf die Menschen hier zu, möchten ihr was mitgeben. Nur der annimmt. Gott gibt den Menschen einen freien Willen, anzunehmen oder nicht anzunehmen. Aber wir wollen darüber sprechen, was ist dieses Geschenk? Was hat Gott getan? Wenn wir schauen in unser eigenes Herz, das Herz ist verdorben, voller Sünde, getrieben von vielen Lüsten und Begierden, geknechtet in vielerlei Verstrickungen. Und so sehen wir, das Menschenherz ist einfach abgefallen von dieser Herrlichkeit Gottes, was es einst haben sollte. Adam und Eva, ja, Leute sagen heute ein Märchen, aber es ist die Wahrheit, Gottes Wort verändert sich nicht. Adam und Eva sind in die Sünde gefallen und somit wir auch. Hast du nicht mal gelogen? Hast du nicht mal betrogen? Hast du nicht mit deinen Augen begehrt, des anderen Frau oder über Internet? Ja, genau, das sind alles Sünden, mit denen du dich schuldig gemacht hast vor Gott. Ein Gebot zu brechen heißt, alle Gebote Gottes mit Füßen zu treten. Und Gott in seiner Liebe sandte Jesus für diese Übertretungen aller Menschen. Aber eine Bedingung. Der, der sich beschenken lässt, der wird reichlich beschenkt. Der dieses Geschenk aufnimmt in seinem Leben, in Glauben und Vertrauen und sagt, ja, ich möchte dieses göttliche Geschenk Jesus in mein Leben aufnehmen und möchte mein verdorbenes Herz zu ihm bringen. Er macht keine Renovation, sondern er reißt es komplett ab und gibt dir ein neues, inwendiges Herz durch den Geist Gottes. Worte, die für uns ganz fremd sind. Geist Gottes und Gott und Jesus und seine Aufopferung. Jesus bezahlte für deine Schuld. Er trug deine Strafe, damit du frei sein darfst. Aber wann wird dir das zuteil? Nur wenn du den Herrn Jesus Christus im Glauben in dein Leben einlädst, indem du erkennst, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Ja, ich feiere Weihnachten hier und da, aber weiß gar nicht, um was es wirklich geht. Die Menschen beschenken sich und haben vergessen, das größte Geschenk steht draußen vor der Tür, traurig und schaut, ah, wir beschenken uns und keiner denkt mehr an mich, denkt der Herr Jesus Christus. Wie ist es bei dir, lieber Mensch? Du feierst Weihnachten, weißt du noch, was Jesus für dich getan hat? Ja, durch diese ganzen Medien kommt das in Vergessenheit. Und darum hat Gott uns hier aufgestellt, dass wir verkündigen die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Kein Pluralismus, sondern Exklusivismus. Das ist das exklusive Evangelium. Allein das Wort Gottes. Jesus Christus, die einzige Brücke zurück zu Gott.
nicht viele Wege, sondern nur ein Weg. Warum nur ein Weg? Weil Gott einer ist und in drei Personen sich geoffenbart hat. Und so sehen wir, diese Wahrheit existiert in jedem einzelnen Menschen. Der Mensch besteht aus Leib, Seele, Geist und trotzdem eine Person. Und du heißt vielleicht Thomas, Markus, Johannes und wie auch immer. Hast solche schöne christliche Namen, aber was hast du noch mit Jesus zu tun? Und so ist es. Die Menschen feiern und feiern und feiern und wissen gar nicht warum. Heute steht Jesus vor deiner Herzenstür. Sprich nicht durch sein Wort und sag, ich klopfe an deine Herzenstür. Wenn du auftust, das heißt, wenn du deine Sünde bekennst und deine Sorgen und deine Lasten und deine ganze Bürden bei ihm ablegst, ja, dann sagt er, dann komme ich hinein. Dann komme ich in dein Leben und bring Frieden. Dann ist das Geschenk ein wahres, großes Geschenk der Liebe und des Friedens. Heute macht man auf heile Welt und hat gar nichts miteinander zu tun, aber an diesem Tag trifft man sich, sitzt man miteinander, ist schön. Das sind genau diese großen Pharisäer und Heuchler. So ist es heutzutage. Willst du aber in solch einem wunderbaren, echten, ja, Wahrheit leben und Frieden haben, dann sage ich, komm zu Jesus. Lass dich beschenken. Tue Buße. Kehre um von deinem Holzweg und komm zu Jesus. Heute ist der Herr Jesus da und möchte dich einladen. Er sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Frieden geben, Ruhe geben für eure Seelen. Suchst du nicht nach solch einem Frieden? Suchst du nicht nach solch einer wunderbaren Liebe, die unvergänglich ist? Heute wirst du von denen und von denen geliebt, morgen bist du egal für ihn. Diese Egal-Gesellschaft, in der wir leben. Traurig. Mach dir Gedanken bitte, oh Mensch. Heute lebst du, aber es gibt auch eine Ewigkeit. Viele schütteln hier ihr Kopf. Keiner denkt mehr an seine Ewigkeit. Wo wirst du einst hingehen? So viele Menschen sterben um dich herum. Du siehst es. Und du machst dir keine Gedanken, wenn ich meine Augen schließe. Wo gehe ich hin? Nicht 1,80 Meter. Nein, deine Seele bleibt in Ewigkeit. Aber du entscheidest, ob im Himmel, in der Herrlichkeit bei Gott, durch Jesus Christus oder wenn du so weiterlebst, ohne Vergebung deiner Sünden, ohne Frieden mit Gott, in die ewige Verdammnis. Genau wie es hier gegenüber steht, U-Bahn-Station, nach unten heißt es. Aber nicht eine schöne Grillparty, sondern Qual und Pein in alle Ewigkeit, wo der Wurm nicht stirbt, wo das Feuer nicht erlischt. Nicht um euch Angst zu machen, sondern dass die Realität, Gott hat die Hölle für Satan und seine Dämonen geschaffen. Aber leider, leider sind viele Menschen, die sagen, ja, das sieht schön aus und glänzt und ist interessant. Wir folgen ihm auch, da geht was, da geht's ab, da ist Party, aber nein. Lass dich nicht betrügen. Jesus lädt dich ein zum größten Fest, mit ihm zu leben. Und er sucht dich, oh Mensch, lass dir seine ewige Medizin, ja, dir schenken, sein Wort Gottes, das wirklich Frieden dir gibt. Wir wünschen euch in diesem Sinne, dass ihr wirklich besinnliches Fest habt, dass ihr nach dem Sinn des Lebens nachfragt. Denn ohne diesen Sinn seid ihr ewig dahin. Amen.